0. Ja. Gewinnt das Finale. Herzlich willkommen hier zum nächsten Interview auf dem YouTube-Kanal Billard 1. Und wir haben hier den Präsidenten der Deutschen Billardunion, Herrn Helmut Biermann. Helmut, herzlichen Willkommen hier bei uns und vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Erste Frage, wie geht's dir? Ja, erstmal Begrüßung natürlich auch. Also herzlich danke für die Möglichkeit, heute ein bisschen vielleicht über Billard zu erzählen und zur aktuellen Situation zu berichten. Ich grüße alle draußen vor den Fernsehgeräten, hätte ich bald gesagt, sondern vor den Bildschirmen. Und ich hoffe auf ein paar interessante Aspekte, die wir heute beleuchten können. Und danke für die Einladung. Ja, wir haben ja auch ein paar Zuschauerfragen bekommen, auf die werden wir im Laufe des Gesprächs eingehen. Wir haben verschiedenste Themengebiete, die wir besprechen werden. In allererster Linie natürlich die gestrige Entscheidung von der Bundesregierung, inwieweit die uns betrifft. Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, wollte ich mal fragen, wie geht's dir? Wie ist es die letzten 8 Wochen gelaufen für dich persönlich? Ja, sagen wir mal so, seit dem 29. Februar, da habe ich mein letztes Fernsehinterview für den Westdeutschen Rundfunk anlässlich der Absage der Weltmeisterschaft Dreiband in Viersen gegeben. Seitdem befinde ich mich jetzt am 68. Tag in häuslicher Quarantäne. Ich bin, wie du ja sicherlich weißt, aber die Zuschauer werden es wahrscheinlich nicht wissen, bin ich Hochrisikopatient aufgrund meiner vor 2,5 Jahren erfolgten Nierentransplantation, bin also immunsuppressiert, gehöre also zum absoluten Risikokreis und halte mich dementsprechend strikt an die Regeln und bleib zu Hause. Unsere Kinder versorgen uns und ja, und ich versuche, meinen Tag zu gestalten. An Arbeit habe ich ja nun keinen Mangel. Das kann ich auch alles aus dem Homeoffice erledigen. Ich habe ein großes Haus, ich habe einen Garten. Also wir bauen gerade sowieso um. Also keine Langeweile, absolut nicht. Und ich neige auch nicht dazu, depressiv zu werden, wenn ich mal in Räumen eingesperrt bin über längere Zeit. Dann steigen wir direkt ein in unser Gespräch. Gestern gab es die Entscheidung der Bundesregierung, was jetzt den Breitensport auch betroffen hat. Es war aber herauszulesen, dass es jetzt erstmal nur Outdoor betrifft. Wie interpretierst du das als unser Präsident? Die Entscheidung halte ich persönlich für eine absolute Katastrophe, dass die Bundesregierung den Ländern freie Hand gegeben hat, weil ich bin jetzt schon von der Welle, werde jetzt schon von der Welle überrollt, von den Anfragen, was tun, weil jedes Land macht es anders. In jedem Land fangen jetzt an, Behörden, kommunale Behörden, Einzelentscheidungen zu treffen. Ein riesiges Problem. Ansatz war eigentlich Sport im Freien. Ja? Das war die Regelung. Ja? Aber dann Lass uns mal vorne beginnen, Helmut, bitte. Die Entscheidung von gestern, Bundesregierung, Outdoor-Sport. Jetzt kommst du aber schon ein bisschen mehr ins Detail. Wie kommst du dazu, dass du jetzt sagst, die Bundesregierung hat die Entscheidung übertragen auf die Bundesländer? Ja, weil es de facto ja so ist, weil die Regelungskompetenz ist auf die Länder übertragen worden. Das Konzept sah ja vor, auch der Sportministerkonferenz von letzter Woche, dass abgesegnet worden ist, dass natürlich zuerst im Freien angefangen werden soll und dann sukzessive auf andere Spielfelder, Sportfelder ausgeweitet werden soll, so dass jetzt auf einmal Fitnessstudios aufmachen sollen, was für kein Outdoor, dass Tennishallen wieder betrieben werden dürfen, dass dann diese etwas unklare Definition Sporthalle, was auch immer darunter zu verstehen ist, im Raum steht. Das alles macht uns Wahnsinnsprobleme, weil das sind alles unbestimmte Begriffe, die erstmal jetzt mit Leben gefüllt werden müssen. So, jeder versucht jetzt, das alles für sich selbst zu interpretieren und wir stehen im Regen. Ganz einfach, weil wir werden unter Umständen 16 unterschiedliche Regelungen auf Landesebene bekommen, die dann wiederum, wenn den Ordnungsbehörden entsprechende Kompetenzen eingeräumt werden, auch noch darin münden, dass Tausende von Kommunen unter Umständen auch noch unterschiedliche Entscheidungen treffen. Das finde ich erstmal kritisch. Richtig finde ich, dass der Einstieg geschafft worden ist, in den Sport zu gehen. Richtig finde ich auch zu unterscheiden zwischen Outdoor und Sport, der Indoor betrieben wird. Weil man kann nicht spezifisch für alle vielleicht 1000 verschiedenen Varianten von Sportarten eigenständige Regelungen erlassen. Von daher war diese Regelung eigentlich durchaus okay. Und wir haben eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass also jetzt so durch die Hintertür mal eben im Nebensatz jetzt auf einmal Indoor auf einmal auch wieder aufs Trapet kommt. Da ist keiner für gefeit im Moment, ne? Weil
Wir sind da gar nicht darauf vorbereitet, weil das war nicht abzusehen, dass das kommt. Da überholen sich jetzt Bundesregierung und Landesregierung ständig und in ihrem Wettstreit, den sie dann miteinander betreiben. Und wir sind letztendlich die Leidtragenden, weil wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir das geregelt bekommen. Das ist tatsächlich, glaube ich, dann für jeden Sportbund, ob das jetzt die DBU ist oder ein Tischtennisverband oder was auch immer, natürlich eine Katastrophe, wenn jedes Bundesland auch noch unterschiedlich reagiert. Oder jetzt in unserem Fall, wo wir ja den Norddeutschen Billardverband zum Beispiel haben, der ja 4 oder 5 Bundesländer umfasst, wo dann mitunter auch noch unterschiedliche Regeln gelten können. Wie kannst du dir vorstellen, dass wir in Zukunft da irgendwie eine Einheitlichkeit erreichen, ohne auch jetzt unsere Sportler zu vergraulen? Ich denke mal, die Einheitlichkeit wird gegeben sein, erstmal, dass wir uns an das einheitliche Konzept halten, was uns ja über die 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes vorgegeben ist. Im Rahmen dieser Leitplanken haben wir unsere Regelungen ja ausgearbeitet, die ja auch auf ein bisschen Missverständnis gestoßen sind hinsichtlich der Personenzahl. Aber da muss man eben zu sagen, diese Regeln sind aufgestellt worden unter der Voraussetzung, dass wir einen sukzessiven Einstieg wieder in den Sport bekommen. Also erstmal 5 Leute überhaupt, dann im nächsten Step dürfen dann mal im Mannschaftsbetrieb vielleicht 12 spielen. Und wenn dann Wettkampf wieder erlaubt ist, kommen wir auf die Zahl von 20. Die haben wir auch uns nicht ausgedacht, die Zahlen, sondern die Zahlen mussten wir mit dem Deutschen Olympischen Sportbund diskutieren. Und die sind auch von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes reglementiert worden. Das ist also nichts, was wir hätten es gerne anders gehabt, aber so ist es erstmal festgeschrieben. Das ist das, auf welcher Basis sich die Bundesregierung mit den Landesregierungen auf Vorschlag der Sportministerkonferenz hat einigen können, um einen Wiedereinstieg in das Sporttreiben zu gewährleisten. Das ist erstmal unsere Richtlinie. So, Fakt ist Abstand, Hygiene. Das ist der Maßstab schlechthin. Und diese Regelungen mit den 5 Personen sind völlig unabhängig von irgendwelchen Raumgrößen, weil wir kennen das ja, der eine Verein hat 3 Tische, der andere hat 15. Das ist so. Wir befinden uns im Moment in Verhandlungen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Ich sage auch mal, meine Vision, die ich dazu habe, ist also dahin zu kommen, eine Regelung zu bekommen, die da heißt 2 Personen pro Billardtisch. Unter der Voraussetzung, dass zwischen den Billardtischen die Abstandsregelung eingehalten werden kann. Wenn ich also ein Vereinsheim habe, das 14 Billardtische hat, die Abstandsregel kann, wenn 2 Billardtische nebeneinander stehen, nicht eingehalten werden, dann darf eben nur an 7 Billardtischen Billard gespielt werden. Also zwingende Voraussetzung, Abstandsregeln, Hygieneregelung einhalten. Und wir versuchen also im Laufe der nächsten Tage, also am besten sogar bis Montag, zu Regelungen zu kommen und die zu definieren, die in diese Richtung gehen. Bitte unter Vorbehalt, das ist das, was wir versuchen, weil das passt jetzt so alles irgendwie nicht mehr, weil es gibt eben keinen sukzessiven Wiedereinstieg, sondern es gibt ein spontanes unter Umständen Öffnen. Ich sage ja gerade ja schon im Vorgespräch erzählt, ich habe gerade mit Klaus Schumacher vom BC Siegtal gesprochen, da hat die Ordnungsbehörde ihm erlaubt, sein Vereinsheim am Montag wieder aufzumachen. Keiner versteht, warum. Ja, Definition Sporthalle. Ja, die definieren auf einmal Sporthalle so, ein Vereinsheim könnte das auch sein. So, wir warten zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen auf Definition der Landesregierung. Das wird in anderen Bundesländern nicht anders sein. Ja? Nur wir haben keine Regelungskompetenz. Die Regelungskompetenz, die uns wirklich bleibt, ist zu sagen, Empfehlung mit den Billardtischen, so haben wir es vor, absolut Hygiene und Abstand einhalten. Und ich kann hier nur intensivst an die Vereine appellieren. Wenn sie denn die Erlaubnis bekommen, ihr Vereinsheim zu benutzen, strikt auf diese Regeln Hygiene und Abstand zu achten. Es wird kontrolliert und es wird mit drakonischen Strafen geahndet, wenn diese Regeln nicht befolgt werden. Und Billardvereine haben da keinen Freiraum. Die nach dem Motto, uns trifft das nicht, ganz vorsichtig an der Stelle. Also Hygiene und Abstand sind die absoluten Maßstäbe, die einzuhalten sind. Und alles andere versuchen wir im Laufe der nächsten Tage zu regeln und da Empfehlungen zu geben. Vielleicht kriegen wir da ja auch eine Einheitlichkeit hin, in irgendeiner Form, dass man sich vielleicht da anpassen kann und sagen kann, schau hier, die Deutsche Billardunion empfiehlt die und die Vorgehensweise. Vielleicht können die Vereine ja aufgrund der Basis dann mit dem Land oder der Landesverband, mit der Landesregierung oder der Verein eben mit der jeweiligen Ordnungsbehörde zu Agreements kommen, die dann zu einer gewissen Einheitlichkeit führen. Aber ganz schwierig, weil ich überlege nur mal gerade, wir würden einen Einstieg in einen Wettkampfbetrieb wieder bekommen, irgendwann einmal.
Und wir haben dann überall diese kommunalen Unterschiedlichkeiten. Dann muss ich also als Bundesverband bei den 100 Vereinen, die am Bundesspielbetrieb teilnehmen, muss ich dann jeweils abfragen, in welchem Ort welche Regelungen gelten, um dann den Sportbetrieb darauf abzustimmen. Wie soll das gehen? Das ist ein absolutes Chaos. Ja? Von ja, daher, Föderalismus, alles gut und schön, aber für den Sport hätte ich mir es anders gewünscht. Und ich glaube, herausgehört zu haben, das ist beim DOSB nicht anders, der ist auch davon überrascht worden. Ja, mich überrascht auch die Aussage jetzt, wenn ich höre, dass vereinzelt Vereine ihren Betrieb wieder aufnehmen können, andere vielleicht in anderen Bundesländern das nicht können. Jetzt hat der DBU als Spitzensportverband in Zusammenarbeit mit dem DOSB so ein Konzept zur Wiederaufnahme entwickelt und ausgearbeitet, hat dies vorgelegt und jetzt kommt plötzlich irgendeine Kommune daher und hebelt das alles aus. Fühlt man sich als Spitzensportverband dann irgendwie veräppelt? Ja, tun wir. Also ich sage, ich bin ja sicherlich ein überzeugter Verfolger oder Nachfolger des föderalen Systems bis zu bestimmten Grenzen, aber die wollen wir hier nicht diskutieren. Aber hier tut es uns sicherlich nicht gut, dass da die Länder sich nicht haben mit der Bundesregierung auf einheitliche Regelungen für den Sport einigen können. Weil der Sport ist so different, hat so viele Varianten. Wenn jetzt jeder anfängt, alles eigen zu regeln in den Landesverbänden und in den Bundesländern, gibt es einen Wildwuchs sondergleichen und ganz schwierig. Wie beurteilst du denn die Situation, die jetzt aus dem Konzept nicht hervorging für meine Begriffe? Und zwar, das Konzept behandelte jetzt Vereinsheime, klassische Vereinsheime. Wie ist es denn mit öffentlichen Lokalen? Ich denke mal, mehr als die Hälfte unserer Vereine aus allen Billardsportarten spielt in öffentlichen Lokalen. Wie ist es da gehandhabt? Auch wieder von Bundesland zu Bundesland, von Kommune zu Kommune, je nachdem das eine Billardbistro öffnet, das nächste nicht? Also ich denke mal, dass die wenigsten Sportstätten, die in kommerziellen Betrieben sind, als Sportstätten konzessioniert sind. Also sind Gaststätten konzessioniert und da haben wir gar keinen Einfluss drauf, sondern Gaststättengesetz. In dem jeweiligen Land, auf der Bundesebene, die Regeln gelten da. Und die Regelungen, die dann für Gaststätten oder für die Gastronomie getroffen werden, treffen dann auch für diese Sportstätten zu, die im eigentlichen Sinn keine Sportstätten sind, sondern ist ein gastronomischer Betrieb. Und da wird also die jeweilige Ordnungsbehörde bzw. Landesregierung dann die eigenen Regeln aufstellen, wie denn in diesen gastronomischen Betrieben umzugehen ist damit. Da wird es dann mit Abstand, Hygiene genauso zur Sache gehen, nur die Regelungskompetenz liegt da nicht bei uns, sondern die liegt also ganz sicherlich dann beim Landes- oder Bundesgesetzgeber. Gehen wir mal auf ein paar Zuschauerfragen ein, die jetzt direkt zu dem Konzept da Beziehungen herstellen. Gesetzt dem Fall, wir dürfen jetzt wieder spielen in unseren Vereinsheimen, ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass auch viele Vereine von dem Getränkeumsatz leben, der jetzt sowieso schon 8 Wochen weggefallen ist. Ich glaube, der fällt auch noch länger weg, oder? Das kommt darauf an, wie die Vereinsheime aufgestellt sind. Es gibt Vereinsheime, die sind konzessioniert, die haben eine Schankerlaubnis. Da gilt dann wahrscheinlich wieder Gaststättenrecht, könnte ich mir vorstellen, ohne das genau zu wissen. Und dann gibt es Vereine, die... Ja, ich denke mal, das ist eher so eine Grauzone, ne? Wie da Getränke verkauft werden, ob das wirklich wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist oder nicht. Ich kann das im Moment nicht beurteilen. Also ich weiß, dass da massive Einbußen bei Vereinen entstehen, aber eigentlich müsste jemand, der also Getränke ausschenkt, so wie meine Kenntnis, müsste der ja sowieso erstmal eine entsprechende Genehmigung haben, um das überhaupt dürfen zu können. Von daher... auch da nicht unsere Regelungskompetenz und sicherlich von Land zu Land, von Kommune zu Kommune auch wieder verschieden. Generelle Frage, befürchtest du ein Vereinssterben? Es kommt drauf an, sagen wir mal so. Ist auch wieder von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. Ich bin jetzt nun intimer Kenner der Szene in Nordrhein-Westfalen, auch aus meiner eigenen Tätigkeit im Landessportbund. Da hat man sehr große Hilfsfonds für in Not geratene Vereine aufgelegt, die bis 13 Millionen Euro jetzt gehen, wo Vereine, die in wirtschaftliche Not kommen, weil ihnen ihr wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wegbricht, weil sie ihre Mitarbeiter nicht mehr einsetzen können, da ist sehr schnell, sehr spontan, intensiv geholfen worden mit 4.000 Euro pro Verein. Und wie das in anderen Bundesländern aussieht, weiß ich nicht so genau. Ich habe von einigen gehört, dass es da riesige Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube schon, dass viele Vereine ein Problem bekommen werden, weil sie eben sich nicht mehr refinanzieren können. Zum einen, weil, wenn auch nicht rechtmäßig,
Mitglieder unter Umständen ihre Beiträge nicht mehr zahlen wollen. Da muss man an der Stelle schon mal klar sagen, Beitrag ist kein Leistungsanspruch. Ja? Ich bin Mitglied eines Vereins, ich bin Mitglied einer Solidargemeinschaft und mit der Zahlung eines Beitrags habe ich keinen Anspruch auf Leistung eines Vereins, sondern ich bin Mitglied einer Solidargemeinschaft und zahle diesen Obolus, um Mitglied in diesem Verein zu sein, nicht um also Billard zu spielen. Ich habe keinen Anspruch darauf, von daher gibt es auch kein Recht, Sonderkündigungsrecht oder Beitragseinbehaltungsrecht. Das gilt genauso gut für die DBU-Ebene. Die Landesverbände sind weiterhin verpflichtet, ihren Beitrag zu zahlen und es kann auch keine Beitragserstattung geben. Auch in Vereinen nicht, vom Land nicht, vom Bund nicht, weil wenn ein gemeinnütziger Verein, und das ist die DBU, das sind die Landesverbände, das sind unsere Vereine, Beiträge erstattet, gefährdet er seine Gemeinnützigkeit. Wir werden sicherlich in der späteren Zukunft darüber reden müssen, wie der Haushalt der DBU aussieht. Es wird in den Landesverbänden genauso sein, welche Einsparungen wir erzielt haben durch nicht ausgerichtete Veranstaltungen. Da wird man sich darüber unterhalten müssen, inwieweit also Überschüsse erzielt werden. Aber das wird dann relevant werden fürs nächste Haushaltsjahr. Und dann wird man sicherlich eine entsprechende Beitragskalkulation machen, die anders aussieht, weil eben Überschüsse erwirtschaftet worden sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass es entweder einen Sonderfonds gibt, aus dem man also unter Umständen Zuschüsse zahlen kann, wo man sich dann aber mit den Landesverbänden darüber verständigen muss, ob das im Gießkannenprinzip geht oder ob man besonders notleidende Vereine damit unterstützt. Da ist die Solidargemeinschaft gefragt an der Stelle. Nur Fakt ist, Beitragserstattung kann es nicht geben, schädlich für die Gemeinnützigkeit. Von daher, aber wir überlegen natürlich, wie man also die Kosteneinsparungen dazu benutzen kann, entweder im nächsten Jahr Kompensationen dafür zu liefern oder andere Möglichkeiten zu schaffen. Nur, wir haben natürlich gar keinen Überblick, weil derzeit ist ja ein vielmehr Karambolveranstaltungen sind alle abgesagt. Die Pool-Weltmeisterschaft im Oktober ist gerade abgesagt worden oder auf Januar verschoben worden. Die Pool-Europameisterschaft Jugend ist noch terminiert für Juli in Bulgarien. Die Pool-Europameisterschaft für die Erwachsenen in der Türkei ist immer noch terminiert. Wir wissen eigentlich noch gar nicht so genau, weil das die größten Kostenfaktoren sind, ob das jetzt noch bestehen bleibt oder nicht. Wir haben auf Vorgabe des DOSB laufend die Ermittlungen zu tätigen, was jetzt an Kosten weggefallen ist, weil wir kriegen ja auch Zuschüsse nach dem, was wir aufwenden. Und wenn wir die entsprechenden Aufwendungen nicht nachweisen können, müssen wir unter Umständen die Zuschüsse, die wir bekommen, seitens des Bundesministeriums des Inneren auch zurückzahlen. Ja, von daher wird man erst am Ende des Jahres da einen Kassensturz machen können und sagen können, wie denn die Situation aussieht. Ja. Wir haben im Moment die Überlegung, also die Beitragsgestaltung anzupassen, dazu einer moderateren Lösung zu kommen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen entschieden, ob denn die DBU jetzt wirklich noch zum 15. Mai ihre Beiträge einzieht oder das System noch verändert und einen Monat Aufschub gibt und dann da die Zahlungsperioden verändert. Da sind wir gerade bei, ob das überhaupt Sinn macht, denn eigentlich haben sich alle Verbände darauf eingestellt. Wenn ich jetzt meinen eigenen Verband zum Beispiel sehe, da hat es mit dem Einzug der Beiträge überhaupt gar keine Probleme gegeben. Und außerdem, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn es irgendwo Probleme gibt, kann ich immer nur anbieten, meldet euch und dann kann euch auch geholfen werden. Wir können nur auf Situationen reagieren, die wir kennen. Ja, und wir sind ja jederzeit erreichbar, von daher gar kein Problem, einfach nur melden. Jetzt hast du quasi schon mit deinen Ausführungen relativ viele Zuschauerfragen auch mit beantwortet. Werde ich hier gleich noch anmerken. Also die Frage ist beantwortet bezüglich staatlicher Hilfen etc. Also wendet euch an eure Kommune oder ja, eure Stadt und fragt dort nach. Dann war eine weitere interessante, finde ich, Zuschauerfrage bezüglich Desinfektionszubehör. Wird ja dann reichlich benötigt. Ist dir bekannt, dass es für Sportvereine eine zentrale Anlaufstelle gibt, unabhängig jetzt von Billard, sondern für alle Sportarten betreffend? Gibt es nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ist mir nicht bekannt. Kann ich also nichts zu sagen. Aber ich habe das also mit Thomas Haas gerade noch diskutiert, inwieweit wir unter Umständen da vielleicht mal aktiv werden und versuchen, also irgendwelche Bezugsquellen aufzutun. Vielleicht gibt es ja da Möglichkeiten, Hilfestellung zu geben. Wir kümmern uns mal um das Thema, ob wir da eine zentrale Bezugsquelle vielleicht erschließen können mit besonderen Konditionen. Ich weiß nicht, wie der Markt im Moment für Desinfektionsmittel aussieht. Da muss man gucken, aber wir werden mal in der Richtung versuchen, was zu unternehmen und vielleicht gibt es da auch in Kooperation irgendwelche Sachen. Vielleicht hat der DOSB auch eine Chance mit irgendeinem
großen Hersteller vielleicht zu Kooperationen zu kommen und da gemeinsam zu Bezugsquellen zu kommen, weil viele sind da sicherlich schlecht aufgestellt, muss man einfach so sagen. Und es werden ja zum Teil horrende Preise gefordert und vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Die Massenpreise sinken ja auch gerade wieder, aber kann ich noch nicht zu sagen, aber wir sind zumindest in der Richtung unterwegs, ob wir da was anbieten können. Eine letzte Zuschauerfrage, wo ich aber nicht genau sicher bin, ob die jetzt im direkten Zusammenhang steht zur Konzeption, zur Wiedereinführung oder ob das eine generelle Frage ist. Und zwar ging es um Umbaumaßnahmen, staatliche Hilfe beantragen. Wenn ich es jetzt aufs Konzept beziehen würde, eigentlich müsste ich das, weil das, ich denke, steht im direkten Bezug. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne Tische separieren, um die von einem anderen öffentlichen Teil des Gebäudes abzutrennen, gibt es da staatliche Förderungen? Ich denke mal, da bist du der richtige Ansprechpartner, der sowas in- und auswendig kennt. Also ich denke mal, die Maßnahmen für Corona-Prävention sind ja erstmal, keiner weiß, wie lange das dauert. Es gibt sicherlich auch noch gar keine Regelungen dafür, für Zuschüsse an der Stelle. Für Baumaßnahmen ist mir gar nichts bekannt. Ich kenne Zuschussprogramme jeglicher Art. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gerade ein 300-Millionen-Projekt für Renovierung von Sportstätten, wo sowas sicherlich dann möglich wäre, wenn man was separieren wollte, dass man da Zuschüsse beantragen kann. Aber ganz spezifisch jetzt auf die Situation Corona und eine temporär angelegte Aktion. Das ist es ja erstmal, weil keiner ja weiß, wie lange es dauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aufgrund von Corona derzeit also Umbauprogramme irgendwie gefördert werden. Wenn, ist das Landessache. Und da werden die Länder sicherlich ganz unterschiedlich reagieren. Und ob dann für einen zeitlich derzeit nicht absehbaren Zeitraum dann Zuschüsse gezahlt werden, um bauliche Veränderungen vorzunehmen, kann ich also nur spekulieren. Aber da hilft eigentlich beim Landessportbund des jeweiligen Landes nachzufragen, beziehungsweise vielleicht mal bei der Kommune nachzufragen. Denn da werden auch die Regelungen genauso sein, wie wir jetzt im Sport haben. 16 Länder, 16 verschiedene Regelungen. Gehen wir zum nächsten Thema, das aber tatsächlich daran direkt anschließt. Der derzeitige Spielbetrieb ist ja nicht nur eingestellt auf DBU-Ebene, sondern auch bei allen Landesverbänden, respektive der Norddeutsche Billardverband, soweit mir bekannt ist, hat die Saison für beendet erklärt. Ja. Erstmal, wie stehst du zu Alleingängen? Die sind ja immer etwas komplizierter. In Tischtennis, was ich ja auch spiele, gab es das auch. Da hat mein bayerischer Verband als erster die Saison beendet und alle anderen noch gar nicht. Führt auch zu kontroversen Diskussionen. Und inwieweit behindert euch das quasi bei der Beendigung eures Spielbetriebes? Oder anders gefragt, glaubst du an eine Beendigung des Spielbetriebes? Und wie denkst du, werden die Landesverbände reagieren, wenn auch wieder unterschiedliche Regelungen herrschen von Landesverband zu Landesverband? Also ich stelle mir das sehr kompliziert vor, in jeglicher Hinsicht. Ja, wie ich schon einführend gesagt habe, die Regelung, die der Bund jetzt getroffen hat, macht es uns natürlich ganz besonders schwer, überhaupt zu einer einheitlichen Regelung zu kommen. Also ich kann noch ergänzen, ich habe gestern gelesen, der Billardverband Niederrhein hat also seinen Karambolspielbetrieb komplett eingestellt und die Saison für abgeschlossen erklärt, meine ich gelesen zu haben. Gut, die Landesverbände sind autonom. Das heißt, was sie denn mit ihrem Sportbetrieb tun, ist ihnen selbst überlassen. Die meisten sind dem DBU-Beispiel gefolgt und haben erstmal ausgesetzt, weil ja keiner zu dem Zeitpunkt, als wir den Sportbetrieb erstmal für ausgesetzt erklärt haben, ja keiner absehen konnte, was auf uns zukommt. Ich bin ja belächelt worden für die Absage der Weltmeisterschaft in Viersen, bevor offizielle Eingaben dazu kamen. Aber ich konnte das eben mit meiner persönlichen Verantwortung nicht in Einklang bringen. Für Land beziehungsweise auch für die Kommune galt das Gleiche. Von daher haben wir diese Entscheidung getroffen. Aber auf der anderen Seite gehört, wäre eine mutige Entscheidung gewesen. Aber ich habe dafür auch eine Menge Kritik bekommen. Aber dafür sitze ich auf dem Stuhl, um Entscheidungen zu treffen. So, das ist in anderen Landesverbänden genauso. Wenn dann Norddeutschland, wie ich weiß, ich hatte mit Frido Ebert damals gesprochen, sehr kurzfristig dann schon entschieden hat, wir brechen jetzt ab. Gut, seine Entscheidung. In anderen Landesverbänden auch. Ich würde mir da mehr Kommunikation wünschen und vielleicht auch zu einer abgestimmten Lösung kommen wollen. So, jetzt haben wir natürlich auch noch derzeit das Problem, oder Problem will ich es noch gar nicht nennen, aber es steht ja die Intention des Sportrates, das Sportjahr aufs Kalenderjahr umzustellen. Und ich denke, alles wartet im Moment darauf, wie denn diese Abfrage bei den Landesverbänden ausgeht.
die jetzt zum 5.5. beendet worden ist und gerade ausgewertet wird, weil da ja noch die Option besteht oder eine der Optionen wäre ja, dann auf der Basis zum Kalenderjahr noch den Sportbetrieb beenden zu können. Nur, auch ich habe keine Glaskugel. Keiner weiß, ob die Restriktionen für den Wettkampfbetrieb bis zum 31.12. oder sagen wir mal bis Ende September aufgehoben werden, sodass wir dann 3 Monate hätten, um den Sportbetrieb noch regulär zu beenden. Das wissen wir nicht. Von daher alles Spekulation. Und wenn es denn nicht dazu kommt und es keine vernünftige Entscheidung dazu gibt, ob das Kalenderjahr jetzt in Zukunft das Sportjahr sein soll, dann werden wir über Szenarien uns unterhalten. Da gibt es auch schon Konzepte. Da hat der Sportrat schon vorgearbeitet, aber die halten wir im Moment noch zurück, weil wir erst die eine Entscheidung, die weitergehende Entscheidung abwarten wollen, die Vorbereitung dazu. Dann wird man sich über einen Abbruch der Saison unterhalten müssen, ne? Weil was anderes macht dann keinen Sinn mehr. Das wäre auch quasi meine nächste Zuschauerfrage gewesen, ob es denn Szenarien gibt bezüglich eines Saisonabbruchs. Du hast es jetzt gerade schon bejaht und auch aus verständlichen Gründen erklärt, warum es jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Die zweite Zuschauerfrage dazu haben wir im Prinzip auch beantwortet. Die Landesverbände sind autonom, dementsprechend entscheiden sie auch über ihre etwaigen Abschlusstabellen respektive Auf- und Abstieg. Kann man auch mit Ja antworten. Man kann da sicherlich nicht Vorgaben, aber man kann da sicherlich was da seitens der DBU entwickeln und so sagen, also unser Vorschlag wäre, das so und so zu machen, aber Spielbetrieb ist sehr unterschiedlich weit fortgeschritten in den Ligen, in den Landesverbänden. Bei dem einen ist vielleicht nur noch ein Spieltag zu absolvieren, bei dem anderen sind noch 9 Spieltage zu absolvieren, je nachdem, wie die Saison gestaltet ist. Dann haben wir im Carambol zum Beispiel einen geteilten Spielbetrieb zwischen großem und kleinen Billard, der auf dem großen ist abgeschlossen, der auf dem kleinen noch nicht. Und also es gibt so viele Varianten, wie es Landesverbände wahrscheinlich gibt. Alle sind unterschiedlich aufgestellt, haben unterschiedlichen Ligenbetrieb. Und das ist ja gerade unser Riesenproblem, dass wir im Grunde genommen Billard gar nicht transparent machen können, weil wir kein einheitliches Spielsystem haben. Da gibt es zwar einen Beschluss der Mitgliederversammlung, wo ein Landesverband dagegen gestimmt hat, aber alle anderen gesagt haben, ja, wir wollen einen einheitlichen Spielbetrieb, der von Bundesebene bis Landesebene nach einheitlichen Richtlinien gespielt wird, die Spielsysteme vereinheitlichen. Ja, nur die Umsetzung, an der hapert es im Moment. Und da sind wir noch nicht weitergekommen. Der Beschluss ist auf jeden Fall da, der ist mittlerweile, glaube ich, 1,5 Jahre alt, aber die Umsetzung ist halt noch nicht erfolgt. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Als nächstes Thema hatte ich mir jetzt hier die Umstellung des Kalenderjahres, des Sportbetriebes auf das Kalenderjahr aufgeschrieben. Das hat der Sportrat, in dem die Sportwarte sitzen, mit dem Ralf Suké, der Spielersprecher, da sitzt der Thomas Haas als Spitzensportreferent. Da haben wir sie, glaube ich, alle so erfasst, die da drin sitzen. Die Jugend noch und natürlich auch unser DBU-Vizepräsident Leistungssport, Nico Probosch, die haben dieses Konzept erarbeitet. Jetzt würde ich jetzt mal da herauslesen, da warst du natürlich auch im Gremium gar nicht mit drin. Du musst es aber letztendlich als DBU-Präsident ja auch irgendwie bewerten. Wie bewertest du es denn? Ich möchte es eigentlich gar nicht bewerten im Moment, weil wir haben uns ganz bewusst als Präsidium da rausgehalten, weil das ist ein Konzept des Sportrates. Ja? Die Sportfachlichkeit hat ein Konzept vorgelegt. Ich habe dazu gesagt, erstmal zu der Intention vielleicht, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Die Situation ist schwierig, Corona, für uns. Ja? Aber es nutzt ja nichts, in einer solchen Situation den Kopf in den Sand zu stecken. So, und ich bin jemand, der meint, auch aus einer misslichen Situation kann man ja unter Umständen auch Chancen generieren. So, und dieses Thema Umstellung aufs Kalenderjahr ist ja schon vor vielen, vielen Jahren immer wieder diskutiert worden, aber nie angegangen worden. Und wenn überhaupt die Chance besteht, überhaupt einmal dieses Thema zu bearbeiten, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür, es zu tun. Weil jetzt haben wir es mit gravierenden Änderungen und Eingriffen in unseren Sportbetrieb zu tun. So, es bietet sich oberflächlich gesehen die Chance, den Sportbetrieb unter Umständen bis zum 31.12. noch zu beenden, ordnungsgemäß, und dann zum 1.1. neu zu starten. Ja, aber es hat zu dem Zeitpunkt noch nie einer wirklich bewertet, wie das denn auch funktionieren könnte. So, jetzt hat der Sportrat das konzeptioniert, hat für die Bundesebene sich das überlegt. Und ich denke mal, da ist es auch relativ simpel oder einfach zu realisieren oder einfacher zu realisieren. So, aber Präsidium sieht sich da gar nicht in der Lage, ein Urteil zu bilden.
weil die Sportfachlichkeit ist diejenige, die die Bewertung vornehmen muss. Sie hat ihre Vorstellung, die haben sie entwickelt, aber dieses Konzept hat gravierende Auswirkungen auf den Sportbetrieb der Landesverbände, die auch so unterschiedlich sind wie unsere Bundesländer. Es gibt Sportverbände, Landesverbände, die haben wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem, weil sie so wenig Spielbetrieb haben oder so wenig Sportler haben. Ich will jetzt Excel sagen, nehmen wir mal Saarland oder nehmen wir Thüringen, Sachsen-Anhalt. Solche Verbände werden da wahrscheinlich wenig Probleme mit haben. Aber wenn wir große Verbände nehmen, die dann auch noch Carambol-Pool-Snooker anbieten, nehmen wir Westfalen, nehmen wir Niederrhein, nehmen wir Mittleres Rheinland, Baden-Württemberg, Bayern, da gibt es sicherlich gravierende Auswirkungen. Und deswegen war mein Votum, bitte Abfrage, Landesverbände, Meinungsbild einholen. Ja? Das ist geschehen. Die Rückläufe sind zum 5.5. gekommen von fast allen Landesverbänden. Und der Sportrat sitzt morgen Abend in einer Videokonferenz zusammen und wird sich mit diesem Thema, mit den Fragen der Landesverbände beschäftigen. So, ich habe mich da komplett rausgehalten, das Präsidium auch. So, ich erwarte eine Zusammenfassung. Also der Sportrat wird erstmal die Fragen der Landesverbände beantworten. Dann wird es da sicherlich ein Feedback geben. Da ist eine Deadline, glaube ich, 31.05. gesetzt. So, und dann wird es sicherlich einen Vorschlag des Sportrates ans Präsidium geben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da auch das Präsidium das nicht entscheiden wird. Können wir auch gar nicht, weil das ist in der Sport- und Turnierordnung allgemeiner Teil geregelt. Da muss also zumindest der Hauptausschuss drüber entscheiden, so, der aus den Präsidenten oder den vertretungsberechtigten Personen der Landesverbände besteht und dem Präsidium der DBU. Den können wir nach der aktuellen Corona-Verordnung online beschlussfähig einberufen. Da gibt es aber, soweit ich weiß, schon Widersprüche aus Landesverbänden, die das nicht wollen. Sie also darauf bestehen wollen, dass da eine Versammlung stattfindet, also uns physisch vor Ort zu treffen. Das sehe ich im Moment noch nicht, wie das funktionieren soll. Aber das ist erstmal die Position, wie wir sind. Und deswegen möchte ich derzeit auch gar keine Bewertung abgeben, weil ich bin nicht intensiv. Ich habe eine Meinung, ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Und die behalte ich erstmal für mich. Weil ich bin auch Präsident eines Landesverbandes und ich komme in einen Interessenkonflikt. Und dem möchte ich natürlich an dieser Stelle erstmal aus dem Wege gehen. Von daher warte ich auf das Votum der Landesverbände, dann wird man eine Meinung bilden und dann wird man das an ein Gremium, das dafür berechtigt ist, die Entscheidung zu treffen, in der DBU weitergeben. Anders geht es eigentlich nicht. Kommen wir zum Thema, das sich daran anschließt. Das ist die Deutsche Meisterschaft 2020. Natürlich viel diskutiert. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ja. Da sind wir wieder bei der Glaskugel. Keiner weiß, ob wir eine deutsche Meisterschaft im November 2020 spielen können. Ganz schwierig. Wir stehen davor, gerade die Ausschreibung zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu wollen. So, mit der Ausschreibung, nach dem derzeitigen Wissen, was wir haben, was Abstandsregelungen und Hygienevorschriften angeht, können wir die deutsche Meisterschaft so in Bad Wildungen überhaupt nicht spielen. Weil uns fehlen mindestens 4 bis 5 Pooltische zum Beispiel. Ja, weil wenn wir die entsprechende Abstandsregelung aufbauen, dann fehlt uns schon mal im großen Saal in der Wandelhalle mindestens eine Reihe Pooltische, um überhaupt den Abstand herzustellen. Ja. Beim Carambol ist es ähnlich, beim Snooker ja, könnte es passen. So, dann kommt die Frage des Gefährdungspotenzials für die Sportler. Gehen wir mal, im Carambol haben wir einen ganz anderen Altersdurchschnitt. Dann die Frage, wie viele Sportler sind denn überhaupt bereit, da unter den derzeitigen Bedingungen aufzulaufen? Das sind alles die Probleme, die sich im Moment stellen und keiner hat derzeit eine Antwort darauf. Aber wir müssen planen. Ich kann da jetzt vorgreifen, also die deutsche Jugendmeisterschaft, darauf hat sich die Deutsche Billardjugend verständigt, wird auf keinen Fall mehr in diesem Jahr gespielt. Da gibt es gestern einen Antrag ans Präsidium und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Präsidium da was anderes entscheidet. Da wird es einen alternativen Vorschlag für das nächste Jahr geben, weil wir natürlich auch der Situation uns bewusst sind, dass Jugendliche, die dies Jahr aus dem Jugendbereich ausscheiden, dass denen natürlich die Chance genommen wird, nochmal an einer deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Denen wollen wir ein Äquivalent bieten. Das ist mit der Jugend so besprochen und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da seitens des Präsidiums irgendwelche Probleme gibt. Also für die soll es ein extra Event im nächsten Jahr geben, damit wir ihnen die Chance geben, nochmal in der Gemeinschaft der Jugendlichen würdig verabschiedet zu werden. So, deutsche Meisterschaft, ganz schwieriges Thema. Ich muss jetzt mal mit der Stadt Bad Wildungen auch reden.
muss mit der Geschäftsführung der Marketinggesellschaft reden. Wir müssen auch mit der Deutschen Media Marketing reden natürlich, wie das wirtschaftliche Risiko aussieht. Viele werden das nicht wissen, aber wir sitzen auf enormen Kosten der Weltmeisterschaft Viersen, Stornierungskosten für Hotels. Gleiches haben wir bei der Deutschen Jugendmeisterschaft bei der Absage Gott sei Dank nicht gehabt. Nicht eins der Hotels hat irgendwelche Probleme gemacht. Wir haben nicht eine einzige Rückfrage bekommen. Das sieht eben dann an einer super Partnerschaft aus. Da hat keiner gesagt, also mir fällt Geld aus und ihr müsst was bezahlen. Das sah in Mönchengladbach bei dem Hotel ganz anders aus. Da wird verhandelt immer noch und da stehen fünfstellige Beträge im Raum. Verhandeln mit dem Land über Ersatz, wie wir da unter Umständen gerade vielleicht noch den Schaden mindern können, auch vielleicht auch mit dem Bundesministerium des Innern. Aber ganz schwierig und von daher, so gehen Einsparungen auch vor die Hunde, ne? Indem man also, wir arbeiten ja auch als Wirtschaftsbetrieb an der Stelle, so, und wir haben ja diesen Wirtschaftsbetrieb nicht zuletzt deshalb ausgelagert, um solche Risiken von der DBU wegzuhaben. So, und das Gleiche gilt eben dann für Bad Wildung auch. Wenn wir anfangen, jetzt Zimmerkontingente zu buchen, dann stehen wir unter Umständen vor dem gleichen Problem, dass wir dann Stornierungskosten haben. Aber irgendwann ist die Deadline auch erreicht. Und da sind wir gerade im Meinungsbildungsprozess. Da wird es jetzt auch sicherlich eine Präsidiumsentscheidung zu geben müssen. Über kurz oder lang wollen wir nicht. Wir nehmen die Stadt und den Bürgermeister und die Geschäftsführerin der Marketinggesellschaft da jetzt mit ins Boot. Und dann gucken wir weiter. Also tut mir leid, dass ich da im Moment keine verbindlichen Aussagen machen kann. Aber die Gabe, wie sagte einer unserer früheren Vizepräsidenten in der Deutschen Bilderdivision, die Gabe der Prophetie ist mir nicht gegeben. Hätten wir sicherlich weniger Probleme. Ja, es ist ja vor allen Dingen auch nicht damit getan, dass jetzt die DBU Konzepte entwickelt, dass man den Abstand einhält, sondern das zieht ja auch noch einen Rattenschwanz nach sich. Die Felder müssen verkleinert werden. Wer darf spielen, wer nicht? Wie qualifiziert man sich überhaupt dazu, wenn auf den Landesverbandsebenen überhaupt kein Spielbetrieb herrscht oder kein rechtzeitiger Spielbetrieb herrscht? Also wenn man es, glaube ich, nüchtern betrachtet, ist eine Absage der DM wahrscheinlicher, als dass sie stattfindet. 60, 40 für eine Absage sehe ich im Moment. Ja, sage ich mal so. Mach mich da ein bisschen vor. Ja. Das Gleiche, ich schildere das mal eben. Das gleiche Problem haben wir ja mit der Weltmeisterschaft in Viersen. Die ist jetzt terminiert 27. bis 30. August. Sportgroßveranstaltungen sind bis zum 31. August verboten. Was ist eine Sportgroßveranstaltung? Die Definition haben wir immer noch nicht. Also es geistert was von 5.000 pro Tag, die werden wir nie erreichen. So, spielen wir eine Geister-WM, dürfen ausländische Sportler einreisen und. Also Probleme über Probleme und keiner, wirklich keiner, kann uns sagen, wo es hingeht. Nur, wenn ihr Entscheidungen trifft, dann seid ihr verantwortlich dafür, was ihr tut und dann müsst ihr auch das Risiko tragen. So, und das ist einfach dann eine Güterabwägung und ich sage jetzt mal so, die DBU ist sicherlich finanziell gut aufgestellt, aber mit vollen Händen Geld, was wir besser für den Sport verwenden können, aus dem Fenster so werfen können, auch wir uns nicht leisten und wollen wir auch nicht. Ja. Dafür haben wir zu viel für die Konsolidierung der Finanzen der Deutschen Bilderdivision in den letzten Jahren getan und sehr viel in den Sport investiert und das soll auch so bleiben und wir wollen für den Sport Geld ausgeben und nicht für irgendwelche Schadenersatzforderungen oder Stornierungskosten. Das ist nicht unsere Intention. Von daher sind wir da sehr vorsichtig. Ja. Kommen wir mal zum Konzept der Deutschen Meisterschaft an sich. Die ist ja sehr groß, um es mal so zu formulieren, mit vielen, vielen Disziplinen, also Überdisziplinen, Snookerpool, Carambol, Kegel und dann noch verschiedene Klassifizierungen, sodass wir am Ende über 30 deutsche Meister haben. Im Carambol ist jetzt für dieses Jahr eine Änderung schon durchgeführt worden und sie wird auch dann zum Tragen kommen, sofern halt eben die deutschen Meisterschaften dann alle stattfinden, dass der Technikbereich im Carambol, das ist freie Partie und Cadre und auch Einband, ausgelagert wird und man nur noch Dreiband spielt. Ist sowas auch übertragbar und denkbar auf Pool? Ich denke mal, bei Snooker erübrigt sich die Frage. Und im Kegel haben wir jetzt auch nicht so eine Schwemme von Disziplinen, aber im Pool mit vier Disziplinen halt schon und ziemlich viele Starter. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ist auch noch nicht diskutiert worden. Aber ich bin ja fleißiger Beobachter von Veröffentlichen auf YouTube, die mit Thorsten Hohmann, mit Jasmin Uschan und auch zuletzt mit Raf Suké geführt worden sind.
Ich finde dann schon spannend, wenn man darüber diskutiert, wenn man jetzt sieht, es gibt ja auch keine Neunball-WM mehr, sondern nur noch eine Pool-WM. Ja, sie heißt, sie ist im Neunball und heißt nur noch Pool-WM, genau. Ja, das gibt es schon noch. Ja, wenn man dann mal darüber diskutiert oder mal sieht, wo liegen denn unsere Kernverantwortlichkeiten hinsichtlich dessen, was uns nach vorne bringt. Ja, und dann sind wir dann gleich auch bei Finanzierung, da kommen wir dann gleich sicherlich auch noch zu. Da gibt es ja auch noch Fragen zu. Sagen wir so, bei mir hat einer da eine Tür aufgemacht, aber ich verschwende im Moment keinen Gedanken daran, die Pooldisziplinen zu reduzieren. Eigentlich war der Ansatz, und ich habe dem Bürgermeister von Bad Wildung letzten Mal bei der letzten deutschen Meisterschaft ja gesagt, also wir möchten gerne die Wandelhalle anbauen, weil wir würden gerne die Mannschaftswettbewerbe im Pool wieder zurückholen. Ich habe ja auch mit dem Maritimhotel versucht zu verhandeln, um den Metternich-Saal wiederzukriegen, um da 16 Poolbillardtische aufzustellen, um große Mannschaftswettbewerbe nochmal spielen zu können, die dann auch für die breite Masse unserer Billardsportler von Interesse sind, die dann mal wieder so einen Mannschaftswettbewerb spielen können. Aber das ist gescheitert, das wird nicht funktionieren. Von daher müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. So, und da ist im Moment eigentlich nicht geplant, was dran zu ändern. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Also von meiner Seite gibt es da nichts zu, dass weiter reduziert werden soll. Wir haben uns entschieden im Präsidium, also Dreiband auf dem kleinen Billard, auf dem großen Billard zu intensivieren und haben die klassischen Disziplinen ausgelagert. Die wurden ja oder sollten erstmal einzeln jetzt gespielt werden, aber fürs nächste Jahr war ja dann geplant, die Zentral in Gelsenkirchen bzw. beim Grüner Tisch Bur zu spielen. Da hat es viele Proteste gegeben, da hat es auch viele Aktionen gegeben, die bei mir auf sehr viel Unverständnis gestoßen sind. Wenn man dann also Kettenbriefe dem Bürgermeister der Stadt Bad Wildung schickt, dann ist das dem Billardsport wenig zuträglich. Aber das müssen die Verantwortlichen, die es also initiiert haben, selbst wissen. Und diese Diskussion darüber, ob das richtig oder falsch ist, die sollen sich doch die Karambolsportler mal selbst beantworten und mal auf ihre Teilnehmerfelder gucken. Wir werden da niemanden überzeugen. Das habe ich aufgegeben. Das macht auch wenig Sinn. Denn die sind Argumenten an der Stelle leider nicht mehr zugänglich. Das ist so emotional aufgeladen und man muss es einfach mal objektiv versuchen zu betrachten. Und da sind so viele Emotionen im Spiel, da ist der Klientel beim besten Willen nicht mehr beizukommen. Ich mache mir da keine Freunde, da gibt es wahrscheinlich auch gleich wieder einen Shitstorm, aber das ist so, die Entscheidung ist gefallen, die bleibt auch so. Es gibt auch da im Moment kein Konzept für eine Rückkehr der klassischen Disziplin nach Bad Wildung. Wir haben dafür keinen Platz. Jetzt ist es ja im Poolbereich, wenn wir den mal explizit ansprechen, so, dass die Europameisterschaften auch mit vier Disziplinen gespielt werden. Ist man da nicht als DBU sogar quasi ein bisschen gefangen, dass man seine Deutschen auch in vier Disziplinen spielt? Wissen wir ja auch. Und deswegen spielen ja oder waren ja auch gemeldet für die Europameisterschaft, die in Finnland geplant waren, waren alle Sportler für alle Disziplinen gemeldet. Man muss wissen, dass die EPBF natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen ist mit ihrer Firma. So, und die haben die Punktewertung fürs Ranking, für die Qualifizierung für die World Games so verändert, dass du Punkte in allen Disziplinen erreichst. Spielst du also nur neun Ball, was ja eigentlich nur bei den World Games gespielt wird, dann kriegst du zwar Rankingpunkte, aber spielst du die anderen Disziplinen nicht, dann holen Leute, die also alle Disziplinen spielen, unter Umständen Punkte in Disziplinen, die nicht Worldgames relevant sind und ziehen an dir vorbei. Von daher, ich hatte die Diskussion mit Pia Fehler und mit Yoshi, als die bei mir waren im Büro vor ein paar Wochen und da habe ich gesagt, ganz klar, alle spielen alles, weil anders geht es nicht, weil wir können unsere Spitzensportler, insbesondere die drei, die für die World Games vorrangig vorgesehen sind, nicht entsprechend benachteiligen. Und von daher ist unsere Intention, sie auch alles spielen zu lassen. Und natürlich sind wir dann auch gefangen, derzeit solche Disziplinen dann auch anzubieten im Wettbewerb. Ja, gut. Da kann man natürlich dann auch argumentieren, dass diese Technikdisziplinen auch eine Europameisterschaft haben. Berechtigtes Argument. Wäre es denn nicht wirklich sinnvoll, eine deutsche Meisterschaft darauf auszurichten, also diese Bad Wildunger deutsche Meisterschaft darauf auszurichten, dass man dort nur die Disziplinen durchführt, die auch dann tatsächlich World Games gespielt werden, weil das unser zentrales Thema ist, die World Games? Gut, aber dann reden wir über Snooker, dann reden wir über Neunball und reden über Dreiband. Exakt. Das ist es dann. Ja. Und der Rest des Billardsports fällt unter den Tisch und hat keine öffentliche Präsenz mehr. Das war ja gerade die Intention, den Billardsport in seiner Gesamtheit präsent zu machen.
So, dass die klassischen Disziplinen rausgefallen sind, hat was mit dem Boom im Carambol, im Dreiband zu tun, wo also die Masse der Sportler auf Dreiband drängt. Gerade auf dem kleinen Tisch haben wir enorme Zuwachsraten im Mannschaftsspielbetrieb in den Landesverbänden. Carambol ist ja eine sehr schwierige Spielart, die auch ein Problem hat, Nachwuchs zu generieren. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, über Dreiband noch was zu tun, weil das ist einfach nachzuvollziehen. Das kann der Zuschauer nachvollziehen. Ich kann mich an eine Zuschauerfrage erinnern. Sven Das gespielte deutsche Meisterschaft, freie Partie, machte die Partie in einer Aufnahme aus. Und dann fragte der Zuschauer, ist das nicht langweilig? Ja, das ist langweilig. Aber ich spiele mich schon mal auf dem Material wenigstens ein. Weil der Zuschauer hat da nichts von an der Stelle. Ja? Die Kaderdisziplin zu erklären, das ist eine Spezialdisziplin, 71-2, 47-2, alles ganz schwierig in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für eine ganz kleine Klientel, die in der Lage ist, das überhaupt zu beurteilen. Und dann kommen die Probleme dazu, die Teilnehmerfelder überhaupt voll zu bekommen. So, von daher, das war die Intention, zu sagen, wenn die Qualität auch nicht mehr stimmt und wir die Felder nur noch auffüllen mit Leuten, die den 3, 4 Spitzensportlern, die wir in der jeweiligen Disziplin haben, dann auch noch Steine in den Weg legen, weil die im Grunde genommen freie Partie mit Hindernissen spielen und dadurch die Durchschnitte da unten ziehen, die dann auch wieder für internationale Wettbewerbe von Bedeutung sind, macht auch keinen Sinn. Und dann vielleicht nochmal die Frage zum internationalen Verfolg. Ja, Europameisterschaften gibt es, Weltmeisterschaften in klassischen Disziplinen, ich wüsste gar nicht mehr, wann zuletzt, schon ein paar Jahre her, dass die überhaupt ausgetragen worden sind, ja, weil es gibt kaum noch jemand, der bereit ist, diese Veranstaltung auszutragen, weil die Kosten keiner tragen will und es auch da nicht die entsprechenden Zuschüsse seitens des Weltverbandes gibt. Der hat sich fokussiert auf 5 Kegel, der hat sich auf Artistik und der hat sich auf Dreiband fokussiert, das ist es. Ne? So, von daher schwierig, aber wir wollen schon die Vielfalt des Billardsportes in Bad Wildungen erhalten. Und es kommt natürlich auch der Aspekt dazu, dass wir jemanden wie die Stadt Bad Wildungen nur dann dazu bekommen, uns weiterhin materiell, ideell und mit Personal zu unterstützen, wenn wir auch eine entsprechende Anzahl von Sportlern und Schlachtenbummlern, sagen wir mal, nach Bad Wildungen bringen. Denn derzeit ist es so, dass wir während der Deutschen Meisterschaft in Bad Wildungen keine Zimmer mehr zur Verfügung haben. So, und die Deutsche Meisterschaft, und das habe ich also bei der letzten Meisterschaft noch mit dem Bürgermeister diskutiert, ist im November ein Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Das haben die Einzelhändler erkannt, die Gastronomie brauche ich gar nicht fragen, die weiß das von alleine. So, von daher, wenn man dann also vielleicht eine hochkarätige Deutsche Meisterschaft spielt, Snooker, Dreiband, Neunball, ja, sportlich sicherlich eine Variante, aber dann nicht mehr in dem Rahmen und nicht mehr mit den Unterstützungsleistungen, die wir in Bad Wildungen bekommen. Ja? Und, vielleicht daran dann gleich anschließend, dann zu sagen, ja, dann können wir ja auch einfach mal die Meisterschaft, wenn wir jetzt also das Saisonjahr nicht verändern und ein Argument ja ist, die Deutsche Meisterschaft soll den Abschluss der Saison bilden, wir verlegen die mal eben dann auf Mai. Keine Chance, weil Mai, da ist Bad Wildungen auch so voll, da haben die keine Probleme, ihre Zimmerkontingente loszuwerden. Wir gehen, und da müssen wir mit Billard halt hingehen, in die saure Gurkenzeit, wo die Übernachtungskapazitäten relativ günstig sind und auch frei sind. Das ist einfach so und nur so können die entsprechenden Preise auch generiert werden. Wenn ich an eine andere Stelle gehen will, an einen anderen Ort, wie sagte einer meiner Landesverbandspräsidenten, ich glaube, das war damals Niedersachsen, Jan-Peter Nakarten, ja, lass uns doch mal die Deutsche Meisterschaft ausschreiben. Ich bin mal gespannt, wie viele Städte sich bewerben, um uns 5-stellige Beträge in die Hand zu drücken oder zu sponsern damit und uns Material und Räumlichkeiten und Personal kostenfrei zur Verfügung stellen. Das grenzt wirklich an Utopie, wenn man meint, dass die also bei uns Schlange stehen. Ganz im Gegenteil. So, das wird nicht passieren. So ein Fall wie Viersen für die Weltmeisterschaft Dreiband ist ein Glücksfall und so ein Fall wie Bad Wildungen ist auch ein Glücksfall. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wenn man also versucht, Billard dann auch dahin zu bringen, wo Billard gespielt wird, in die Ballungsräume geht, da brauche ich ins Ruhrgebiet nicht gehen, da brauche ich nicht nach Stuttgart gehen, nach Köln nicht, gar keine Chance. Die Hotelpreise machen allein schon die Veranstaltung unmöglich.
weil wir es bezahlen können. Und vor allen Dingen unsere Sportler es auch nicht bezahlen können. Bad Wildung hat den Charme, dass jeder für sein Portemonnaie in jeder Leistungskategorie, Hotelkategorie, Unterkunftskategorie eine Unterkunft findet, wie er möchte. Von 4 Sterne plus bis Pension oder Hostel oder wie auch immer. Ein jeder nach seiner Fasson. Das macht den Charme aus. Und ja, ich hätte nur eine größere Wandelhalle gerne. Aber diese Petition wird wahrscheinlich ein Traumgebilde bleiben. Wir können die Wandelhalle nicht vergrößern, die ist denkmalgeschützt, also ganz schwierig. Ich hätte gerne mehr Platz, dann könnte man da auch noch was tun und auch noch mehr tun. Ja, aber daran wird es jetzt nicht scheitern von unserer Seite, aber es geht halt nicht. Letzte Frage zum Thema Deutsche Meisterschaft. Wir vermissen da im Poolbereich jedes Jahr unsere Top-Leute. Ich denke da an Ralf Souquet, Thorsten Hohmann ist vielleicht ein bisschen abwegig, ja, gar nicht in Deutschland wohnt. Aber es gibt ja noch andere Top-Athleten. Warum vermissen wir die denn Jahr für Jahr? Das hat verschiedene Gründe. Ich räume mal mit dem Gerücht auf, die deutschen Spitzensportler spielen lieber Europameisterschaften und Preisgeldturniere, als auf der deutschen Meisterschaft zu starten. Das ist absoluter Unsinn. Ja? Unsere Kadersportler sind verpflichtet, auf deutsche Meisterschaften zu spielen. Ja? Dazu gehören eigentlich alle, die du aufzählst, die Leistungsträger sind alle im Kader. Auch ein Thorsten Hohmann ist im Kader. Und der nimmt auch am Kadertraining teil. Also von daher gar keine Frage. So, aber wir hängen am Tropf der öffentlichen Hand. Unsere Zuschüsse für den Leistungssport, für Leistungssportpersonal und für sportliche Veranstaltungen generieren wir über Leistungen, die wir bei den World Games erringen. Ja? Erfolge bei den World Games bringen uns entsprechende Klassifizierung in bestimmte Kategorien von Fördergeldern. Ja? So ein Gewinn der World Games hat uns immer sehr gut getan, weil wir in andere Förderkategorien kamen. So, nicht bei den World Games erfolgreich zu sein, führt dazu, dass wir Zuschüsse verlieren. Ja? Ist so gewesen, war zuletzt so, wird sich jetzt vielleicht ändern. Es gibt ja immer noch diesen 10-Millionen-Topf für die nicht-olympischen Verbände, der aber jetzt auch auf Eis liegt. Da hoffen wir ja drauf, dass wir daraus auch Mittel bekommen. So, wenn World Games der Faktor sind, an dem sich alles bemisst für 4 Jahre, dann muss ich die Sportler zu den Veranstaltungen schicken, auf denen Punkte für die World Games-Qualifikation generiert werden. Das sind zum einen die Europameisterschaften, das sind Weltmeisterschaften und das sind ganz spezielle Turnierserien, wo Punkte generiert werden können für Welt- oder Europaranglisten. Mhm. Wenn dann diese Turniere mit der deutschen Meisterschaft kollidieren, dann hat die DBU zu entscheiden, lasse ich die auf der deutschen Meisterschaft spielen oder entsende ich sie zu einer Veranstaltung, wo sie für uns wichtige Punkte für die World Games Qualifikation holen. Also schicken wir sie zur Eurotour, schicken wir sie zur Europameisterschaft. Dass diese Kollisionen mit den internationalen Terminkalendern stattfinden, ist bedauerlich, passiert aber immer wieder. Bei der WPA haben wir da gar keinen Einfluss drauf. Bei der EPBF haben wir zumindest die Chance, da der Termin der deutschen Meisterschaft ja bekannt ist, dass also, das ist zumindest die Absprache auch mit Gray Lenders, dass er das weiß und dass versucht wird, darauf Rücksicht zu nehmen, dass solche Kollisionen nicht stattfinden. Sie lassen sich aber, ob des ständig wechselnden internationalen Terminkalenders, manchmal sich einfach nicht verhindern. Genauso gut wie zum Beispiel im Karambolbereich die CEB die Jugendmeisterschaft auf die erste Woche der Osterferien legt. Wohl wissend, dass in Deutschland immer die deutsche Jugendmeisterschaft Ostern gespielt wird. Das heißt, unsere Sportler hetzen also nach Abschluss der Europameisterschaft nach Bad Wildung, um die deutsche Jugendmeisterschaft zu spielen. Ganz schwierig, da Termine zu koordinieren. Aber das gibt ja im Bundesligaspielbetrieb genauso. Wir kriegen mit unseren Nachbarländern Belgien, Holland, Frankreich, wir kriegen die Termine nicht koordiniert mit den Ligen, weil ja viele, gerade im Karambolbereich, viele Sportler mehrfach in internationalen Wettbewerben spielen. Ganz schwieriges Thema. Wir müssen da sehen, dass wir das tun, was für uns das Wichtige ist. Und das Wichtige ist für uns an der Stelle, dass die Sportler Rankingplätze erreichen, die sie in die Lage versetzen, für die World Games nominiert zu werden. Mhm. Das ist der Grund. Und hat nichts damit zu tun, dass sie das nicht wollen, sondern heißt ist der Grund, dass wir sagen, bitte, ihr spielt Eurotour. Ja.
Jetzt hast du in dem, ja, jetzt hast du in dem Nebensatz so ein bisschen anklingen lassen, man konnte so ein bisschen raushören, dass wir quasi dadurch, dass jetzt Ina Kaplan und Joshua Filler, die bei der World Games 2017 in Breslau dabei waren, die durch ihr Erstrunden aus quasi Geld verloren haben, sozusagen, für die Deutsche Billardunion, das man zukünftig dann eigentlich bekommen hätte, wenn sie besser abgeschnitten hätten. Ist da ein bisschen der Aspekt, wie schwer es eigentlich ist, sich überhaupt für die World Games zu qualifizieren, so ein bisschen unter den Tisch gefallen? Das ist ja, ist, glaube ich, einfacher Weltmeister zu werden, als sich für die World Games zu qualifizieren. Das wollte ich damit ausdrücken, so ungefähr. Wirklich so, ist wirklich so. Und ich kann das auch quantifizieren. Ich glaube, das hat uns gut 40.000 Euro gekostet. Aber ist es nicht irre, wir kriegen das Bild, das Geld wahrscheinlich vom BMI, Bundesinnenministerium, und ist es da noch nicht angekommen, dass es in Sportarten durchaus eine Leistung ist, sich überhaupt zu qualifizieren für die World Games? Wir versuchen das immer wieder. Und wir haben das zuletzt in der Sitzung der Nicht-Olympischen Verbände, die ja auch diejenigen sind, die also für die World Games zuständig sind. Bei den Nicht-Olympischen Vereinigungen haben wir das diskutiert, dass es schwieriger ist, unter die 16 Sportler zu kommen, die also sich für die World Games zu qualifizieren, als sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. So, aber da stoßen wir beim Bundesministerium des Innern in der Sportabteilung einfach auf taube Ohren. Das wird einfach nicht berücksichtigt. Und dass dann natürlich auch kein Doppel-K.O. an der Stelle gespielt wird, sondern du spielst die erste Runde, du trittst gegen den Weltmeister an oder du trittst gegen die vorherige Gewinnerin der World Games an. Ja, das kann dir passieren und da darf man auch gegen verlieren. So, es gibt keine zweite Chance, du hast keinerlei Chance, du trittst an, verlierst und raus bist du. Finde das System nicht besonders glücklich. Wir haben da diese Limitierung im Billard, dass es eben nur 16 Sportler gibt und die Qualifikation ist, wie gesagt, schwieriger als eine Weltmeisterschaftsqualifikation. Aber wir können immer nur darauf hinweisen, dass unter Umständen auch passieren kann, dass sich gar kein Deutscher qualifiziert. So, das ist Das jetzt ist nicht. eigentlich wahrscheinlicher, dass sich keiner qualifiziert, als dass sich einer qualifiziert. Im Pool haben wir gute Chancen, sagen wir mal so, dass sich jemand qualifiziert. Im Carambol müssen wir auf die Europameisterschaft hoffen, die jetzt hier ausgefallen ist. Da ist Martin Horn jetzt auf einer guten Ranglistenposition und wenn er da entsprechend punktet, unter den letzten 7, glaube ich, kommt, hat er gute Chancen für die World Games aus dem Europakontingent zu starten. Im Snooker sehe ich das sehr schwierig. Von daher müssen wir also sehen und deswegen haben wir ja natürlich auch unheimlich viel Geld in den letzten Jahren in den Leistungssport investiert, haben ja dann auch entsprechend diese Beitragsanpassung im letzten Jahr beschlossen, wo alle Mittel, die da mehr generiert worden sind, in den Leistungssport geflossen sind. Insbesondere in Kadertraining, in Entsendung, in Finanzierung der Sportler und, und. Da ist nichts also in den Haushalt für die allgemeine Verwaltung oder so gegangen. Es ist alles in den Leistungssport gegangen. Was ja letztendlich auch Aufgabe der DBU ist, Richtig. Leistungssportförderung. Ja. Wir sind dafür da, den Sport zu fördern. Das ist unsere Hauptaufgabe. Ja. Wechseln wir mal das Thema. Wir hatten jetzt schon die letzten paar Minuten öfter mal anklingen lassen, dass ihr virtuell getagt habt über Skype-Konferenzen vermutlich, so wie wir das jetzt auch gerade machen. Ist sowas denkbar, dass das in Zukunft fortgeführt wird, weil es sich als praktikabel erwiesen hat? Ich denke mal, dass wir gerade in Deutschland jetzt also da vor dem Umbruch stehen. Also nicht nur was jetzt Sport angeht, was Billard angeht, sondern überhaupt. Ich denke mal, diesem Druck nach Arbeit im Homeoffice wird sich also kaum noch ein Arbeitgeber in Zukunft also verweigern können. Und das Gleiche gilt natürlich für Sportorganisationen. Wir betreten an der Stelle sicherlich Neuland. Gut, jetzt ich komme aus der IT. Ich habe die letzten 30 Jahre meines Berufslebens in der IT gearbeitet. Von daher habe ich eine entsprechende Affinität. Die ist bei anderen etwas weniger ausgeprägt, aber wir haben vor, ich glaube, im guten Dreivierteljahr den Sportrat komplett mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet für Videokonferenzen. Die tagen auch fleißig und benutzen das auch fleißig. Im Präsidium haben wir das jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Das wird jetzt aber auch kommen, weil wir haben ein entsprechendes Tool auch gekauft und lizenziert, womit wir das machen können. Wobei die DBU hat jetzt nicht, im Moment nicht so das Problem, weil das Präsidium mögen manche vielleicht nicht so schön finden, aber wir sitzen halt alle nah beieinander. Der am weitesten weg ist, ist halt Nico Probosch, der in Dresden sitzt, was also dann auch zu entsprechenden Fahrtkosten führt. Aber wir werden sicherlich die Kommunikation über Videokonferenzen intensivieren. Der Sportrat tut das, die Jugend tut das auch schon und wir als Präsidium werden da jetzt nachziehen. Sprichst du da auch eine Art Empfehlung aus für die Zukunft an die Landesverbände?
Ich denke mal, ich habe mir, weiß gar nicht, gestern oder vorgestern, wir haben auch in meinem Landesverband vor 3 Tagen eine große Videokonferenz zu dem Thema Umstellung auf das Kalenderjahr gemacht mit 9 Teilnehmern. Das klappt super, das hat super geklappt. Man muss die entsprechende Disziplin an den Tag legen, dann kann man solche Diskussionen vernünftig führen. Und ich habe einfach mal so ganz spontan überlegt, Lukas hat das ja in der Jugend angeboten, also eine Sprechstunde ab 17 Uhr am Donnerstag. Und warum sollte nicht auch, zumal ich auch gar nicht weiß, wann ich wieder ins Büro komme, warum sollte man nicht auch so einen Videokanal unter Umständen mal nutzen und zu sagen, also Präsidiumsmitglieder sind auch für eine Sprechstunde seitens der Landesverbände oder für eine Videokonferenz mit den Landesverbandspräsidenten oder auch unter den Sportwarten erreichbar, denn über das Equipment dürfte eigentlich mittlerweile fast jeder verfügen. Jeder hat mittlerweile einen Laptop und sollte ausgestattet und es ist wirklich einfach Kinder, eigentlich ist es kinderleicht. Ja. Man Und wir braucht da reden nicht ja viel. auch in dem Zusammenhang von der schönen Kostenersparnis, Richtig. weil wer kennt sie nicht, die Sitzungen in Vereinen, die Sitzungen in Landesverbänden oder die Sitzungen auf DBU-Ebene, da geht immer das Thema Fahrtkosten, ist seitdem ich denken kann, immer ein großes Thema. Wobei ich nach wie vor überzeugter Anhänger von Face-to-Face-Kommunikation bin, in bestimmten Bereichen. Es geht letztendlich nichts darüber, sich auch mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sitzen und sich auszutauschen. Aber in Zeiten wie diesen, adäquat, geht gar nicht anders, es gibt keine andere Möglichkeit. Und als zusätzliches Mittel, um schnell miteinander zu kommunizieren, ideal. Es muss sich einfach nur auch bei uns etablieren. Ist einfach so, muss man so sehen. Also, ich gehöre einem Gremium an, was also über hohe Sportauszeichnungen in Nordrhein-Westfalen entscheidet. Und da gab es dann auch einen Termin in Münster. Und durch Corona-Krise waren dann die Staatskanzlei, die Verantwortlichen waren dann nicht in der Lage, den Termin wahrzunehmen. Da haben wir ganz spontan eine Videokonferenz gemacht. Es geht mit allen Beteiligten, was früher dann Telefonkonferenz war. Aber ob es jetzt Skype ist, ob es Zoom ist, ob man andere Tools nimmt, wie auch immer. Selbst über WhatsApp kann man mittlerweile mit 8 Leuten also konferieren. Also die Möglichkeiten sind da und wir sollten sie auch nutzen. Nach wie vor bin ich aber immer noch der Meinung, so ein Präsidium, so wie die DBU jetzt es eins hat, sollte sich schon zweimal im Jahr auch von Angesicht zu Angesicht treffen. Aber ansonsten für eine schnelle Entscheidungsfindung und eine schnellere Kommunikation sollte man dieses Hilfsmittel benutzen und durchaus auch als Angebot vielleicht mal an die Landesverbände oder vielleicht sogar darüber hinaus auch durchaus mal an Vereine. Also ich habe da sowieso keine Berührungsängste mit Leuten zu kommunizieren. Von daher, ja, wäre eine Sache, über die man jetzt nachdenken kann, das vielleicht sogar noch auszubauen. Bevor wir auf die letzten Zuschauerfragen eingehen, war noch ein Thema, das wir auch vorhin, also das hast du mal kurz anklingen lassen, Beitragsreform. Was genau hat es da mit auf sich? Ich denke, die meisten unserer Zuhörer werden jetzt damit nicht so viel anfangen können. Schwieriges Thema für die Kommunikation. Ich bin ja da fürchterlich gescholten worden für mein Interview nach der Mitgliederversammlung, als das beschlossen worden ist in Frankfurt. War das ja alles so unklar, wer. Beitrag, Geld ist immer ein schwieriges Thema. So, die Intention war, das, was wir aus Leipzig von der Mitgliederversammlung 2018 mitbekommen haben, ja, wir stimmen der Beitragserhöhung für den Leistungssport zu, unter der Bedingung, dass die DBU ein anderes Beitragskonzept entwickelt. Das haben wir in die Tat umgesetzt, haben damit verschiedenen Landesverbänden, nicht allen, aber die, die halt dann da waren, auf einer separaten Finanztagung im Februar letzten Jahres zusammengesessen, haben rudimentär ein Konzept entwickelt, das dann teilweise durch Entwicklungen im Laufe des Jahres überholt worden ist. Mitgliederschwund, bestimmte Veränderungen und, und. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir auf der Versammlung in Frankfurt dann ein Konzept vorgestellt haben, das auf 5 Säulen basiert. Hauptintention war weg von dem reinen aktiven Beitrag, also nur noch eine Beitragsbemessungsgrundlage zu haben, die sagt, du bist aktiv, du zahlst 30 Euro und damit ist alles abgedeckt und nur der Aktive ist die Bemessungsgrundlage. Wir wollten die Lastenverteilung dahingehend verändern, dass die, die mehr in Anspruch nehmen, auch mehr bezahlen.
Also, wer höherklassig am Sportbetrieb teilnimmt, soll auch seinen entsprechenden Obolus entrichten, weil er mehr Leistung in Anspruch nimmt. Es sollten gerade die Sportler entlastet werden, die auf unteren Ebenen Billard spielen, denn die sagen zu Recht, warum, wenn ich nur Kreisliga spiele, nie an Einzelmeisterschaften teilnehme, warum soll ich dann 30 Euro bezahlen, nur damit also Leistungssport finanziert werden kann? Dann sollen doch die ihren Obolus mit entrichten, die auch davon profitieren. Das war die Intention. So, von daher war die Vereinbarung dahingehend, wir wollen den aktiven Beitrag halbieren. So, 15 Euro. So, dann hat man gesucht nach Komponenten, die man für die Beitragsberechnung ansonsten noch heranziehen kann. Da kam dann Anzahl der Mitglieder innerhalb eines Vereins, Anzahl der dem DOSB gemeldeten Mitglieder, der sogenannten Passiven, ja, die um das Doppelt, die Anzahl ist doppelt so hoch wie die Anzahl der aktiv gemeldeten Sportler der DBU. Dann kam als nächste Säule die Anzahl der Vereine und als fünfte Säule die am Bundesspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften. So. Alles als Gesamtpaket zur Berechnung eines Beitrages, nicht als Einzelbelastung für den jeweiligen Bundesligaverein, für den jeweiligen Sportler, sondern der Landesverband kriegt aufgrund dieser Beitragsstufen oder dieser Beitragssäulen eine Berechnung, die zu einem Gesamtbeitrag führt, der sich aus diesen fünf Komponenten zusammensetzt. So, sagen wir mal Beispiel, der Billardverband Westfalen, nehmen wir den mal als Beispiel, muss an die DBU 50.000 Euro Beitrag zahlen. Ja? Der setzt sich zusammen aus seinen Bundesligavereinen, aus seinen DOSB-Mitgliedern, aus seinen Einzelmitgliedern, aus seinen Aktiven und aus seiner Anzahl an Vereinen. So, das ergibt die 50.000 Euro. Was er damit im Innenverhältnis macht, wie er diesen Beitrag verteilt, wie er ihn an seine Mitglieder weitergibt, ist vollkommen seine Angelegenheit. So, und wenn dann jetzt jetzt haben wir Komponenten natürlich auch bepreist, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, 120 Euro für einen Verein, größer 10 Mitglieder, 15 Euro für einen Aktiven, sind es 1000 Euro für einen Bundesligaverein, dann glaube 50, war das 2,50 Euro für eine DOSB-Mitgliedschaft, also müsste ich jetzt genau die Zahlen nachgucken, aber es gibt verschiedene Säulen, so, und daraus ist dann in der Öffentlichkeit geworden, achso, Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, 50 Euro Beitragskomponente. So, daraus ist dann geworden, die DBU nimmt 1000 Euro Startgeld für den Bundesligaverein und die DBU nimmt 50 Euro Startgeld für die deutsche Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Völliger Blödsinn. Die DBU hat eine Berechnungsgrundlage für den gesamten Beitrag. Westfalen, sage ich mal, 50.000. Da nehmen, sagen wir mal, 100 Sportler teil. Dann ist der Beitragsanteil für diese 100 Sportler der deutschen Meisterschaft aus diesen 50.000, 5.000 Euro. Was mit diesen 5.000 Euro innerhalb des jeweiligen Landesverbands gemacht wird, ob der auf die Einzelsportler umgelegt wird und sozusagen von der Seite dann ein Obolus von den Sportlern gefordert wird, ist nicht unsere Baustelle. Hat der Landesverband zu regeln. Da sind die Landesverbände gefragt. Wir nehmen nur fünf Säulen als Grundlage, ermitteln einen Beitrag für einen Landesverband und wie er ihn umlegt, ist seine Sache. Ja? So. Manche Verbände haben damit ein Problem. Kleinere Verbände mit unter Umständen einen überproportionalen Anteil an Bundesligaspielbetrieben, die haben natürlich eine entsprechende Beitragssteigerung gehabt, weil die Komponente Bundesliga dann ziemlich ins Kontor schlägt an der Stelle. Andere haben andere Probleme dadurch. Aber in Summe hat sich die Mitgliederversammlung darauf geeinigt, zu sagen, das sind die fünf Säulen, nach denen berechnet werden soll. So. Es muss nur das Verständnis in den Landesverbänden dafür geweckt werden. Und da sind dann auch die Mitglieder in den Landesverbänden gefordert und die Vereine auf ihren Mitgliederversammlungen dafür entsprechend zu votieren, dass das nicht eins zu eins einfach weitergegeben wird. Dann wird das Ganze natürlich ad absurdum geführt. Wenn ich die 15 Euro aktiven Beitrag weitergebe, wenn ich die 50 Euro für die deutsche Meisterschaft eins zu eins weitergebe, wenn ich die 1000 Euro für einen Bundesligaverein eins zu eins weitergebe, da ist dann auch ein Solidarkonzept Ich gefragt. wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich so eine Solidargemeinschaft gefordert. Ansonsten hat man ja quasi ein dynamisches System, dass ein Verein ein Jahr bezahlt er 1000 Euro, dann steigt er ab, bezahlt er nur noch 500. Der eine sagt, das eine Mädchen sagt, jetzt spiele ich mal einen German Grand Prix mit bei der DBU, aber das ist nur einer einziger, den ich mitspiele. Was bezahlt die dann an Beitrag? Ja.
Also das ist ja von der Umsetzung her, stelle ich mir das ja dann unmöglich eigentlich vor. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich, wir haben die Jugend komplett rausgelassen, ja. Die deutsche Jugendmeisterschaft wird nicht mehr bezahlt, muss nicht mehr extra bezahlt werden. Jugendliche werden beitragsfrei gestellt, bis zum 18. Lebensjahr vom aktiven Beitrag. Die brauchen die gar nicht bezahlen, sodass wir da wirklich einen Beitrag für die Jugendförderung machen. Und da müssen meines Erachtens die Landesverbände ganz klar das auch umsetzen und die Jugendlichen auch beitragsfrei stellen. Das wäre zumindest vom DBU-Beitrag, das wäre meine Forderung an der Stelle für die Umsetzung. Sonst verpufft das Ganze, was wir da haben wollten. Wir wollen damit die Initialzündung geben. Wir wollen natürlich auch den neuen Jugendvorstand damit unterstützen, zu sagen, wir tun was für die Jugend und verzichten an der Stelle auch auf diese Beiträge und versuchen das anders zu kompensieren. Das ist einfach so, ne? Und wir gehen auch nach wie vor von der gleichen Haushaltszahl aus. Der Beitrag ist auch nicht gestiegen, sondern wir gehen von den gleichen Zahlen aus und versuchen das anders zu kompensieren. Ja, nicht eine weitere Beitragserhöhung gekommen, sondern das Ganze wird einfach anders verteilt. Früher haben die Landesverbände für die Jugend extra gezahlt, früher haben die Vereine die Startgelder für die Bundesliga extra gezahlt. Das ist jetzt alles inkludiert in einem kompletten Beitrag, der Landesverband zu zahlen. 50.000 Westfalen, alles bezahlt. Vereine können am Bundesligaspielbetrieb teilnehmen, Jugendliche an den Mannschaften, an der deutschen Meisterschaft kann teilgenommen werden. Es kostet alles nichts extra, ob ich jetzt 100 Teilnehmer zu einer deutschen Meisterschaft schicke. Es hat dann Auswirkungen für das Folgejahr, aber das ist es eben. Wer überproportional am Sportbetrieb teilnimmt, muss halt auch mehr Kosten tragen. Und ich glaube, das ist dann durchaus so einsichtig, weil es gibt Beispiele für einen Landesverband, der doppelt so viele Teilnehmer gemessen an seiner niedrigen Mitgliederzahl entsendet wie viele andere. Ja, der ist natürlich entsprechend belastet, aber der nimmt auch die Leistungen alle in Anspruch. Ja. Und viele Landesverbände zahlen ja ihren Sportlern auch entsprechende Gelder, um an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Ja. Von daher kann man das damit dann auch kompensieren. So, mein Appell ist einfach nur an die Landesverbände: Macht euch Gedanken, wie man das überhaupt alles realisiert. Also gibt da sicherlich gute Beispiele, da helfen wir auch gerne. Aber bitte nicht eins zu eins nach diesen Säulen auf die Untergliederung umlegen. Das verfehlt das System, das ist nicht die Intention des Systems gewesen. Und wenn wir jetzt das Saisonjahr auf das Kalenderjahr umstellen, müssen wir uns sowieso wieder ganz andere Gedanken machen, wie wir den Übergang hinbekommen. Da gibt es auch schon Fragen zu. Und dann komme ich wieder auf die Glaskugel zurück. Ich kann mir keine Gedanken über Dinge machen, die ich noch nicht weiß, wie sie entschieden werden. Ich mache mir auch keine Gedanken, bevor das Haus fertig ist, wer den Müll rausbringt. Also, das macht wenig Sinn an der Stelle. Kommen wir zu den letzten drei Fragen, denke ich. Einmal hat es nochmal mit Corona zu tun. Das ist auch eher keine Frage, sondern eine Idee. Und zwar eine Einrichtung eines Corona-Hilfefonds, in dem sich Vereine gegenseitig unterstützen können und Sponsoren, Freunde, Gönner sich engagieren können. Ist sowas denkbar, jetzt wo du die Idee gerade hörst? Also ich zweifle so ein bisschen an dem Solidaritätswillen unserer Vereine an der Stelle. Also da ist sich jeder Ich glaube selbst. auch, dass die wenigsten Vereine es sich überhaupt leisten können, andere zu unterstützen. Also jeder muss irgendwie gucken, dass er gerade überlebt, glaube ich. Das ist so, das sehe ich auch so. Es gibt so eine Idee auf der Bundesebene. Der DOSB hat gerade so einen Fonds eingerichtet. Da steckt jetzt 1 Million drin für notleidende Verbände, Organisationen, Sportler, wie auch immer. Die haben aber natürlich ganz andere Voraussetzungen, die haben ganz andere Klientel, die sie fördern. Und ich kann mir nicht vorstellen, woher wir das Geld generieren sollen. Ich glaube, in der Billardindustrie ist eh nichts zu holen an der Stelle, ganz im Gegenteil. Da werden viele unserer Sportler unter Umständen auch Probleme kriegen mit Sponsoren. Denn wenn keine Werbung mehr stattfindet, dann sinkt sicherlich auch das Interesse, da Geld zu investieren. Die haben alle, glaube ich, ganz andere Probleme derzeit, zumal wir da auch nicht alle nicht auf Rosen gebettet sind. Von daher, schöne Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so etwas funktionieren soll. Ich kann mir vorstellen, dass einzelne Landesverbände da, die vielleicht besser aufgestellt sind für die Zukunft, sich was überlegen können. Also da habe ich schon, oder ich habe das meinem Verein, zum Beispiel in meinem Verband angekündigt,
dass wir uns da Gedanken zu machen wollen. Aber wir leben halt auch, und da ist eben Niederrhein, Mittleres Rheinland und Westfalen in der glücklichen Lage, dass wir ein sehr sportaffines Land sind, das also dem Sport gegenüber und insbesondere auch Billard gegenüber sehr großzügig ist und die uns mit reichlich Fördermitteln ausstatten, die uns in eine sehr komfortable Lage versetzen. Nur das ist in anderen Bundesländern ganz anders. Von daher sieht bei uns die Situation anders aus, als sie meinetwegen in Bayern oder in Norddeutschland aussieht. Also da wird sicherlich regional unterschiedlich sein und da wird es auch unterschiedliche Töpfe geben. Ich hatte ja mal erwähnt, in Nordrhein-Westfalen gibt es allein 13 Millionen für den Sport, ad hoc mal eben. Und in anderen Ländern sucht man das vergeblich. Und von daher wird das so unterschiedlich sein wie die Anzahl unserer Bundesländer. Relativ zu Beginn unseres Gesprächs haben wir gesprochen über eine Vereinheitlichung eines Spielsystems. Das ist auch eine Frage, die sich jetzt explizit auf das Thema Pool bezieht. Du sagst, es gibt quasi schon eine Entscheidung, wann ist mit einer Umsetzung zu rechnen, auch wenn wir jetzt natürlich auch wieder nur spekulieren können. Mehr oder minder. Nichts lieber als das. Also ich bin sofort dabei. Wäre so die Verwirklichung eines Lebenstraums, könnte man so sagen, das vielleicht so als Ende meiner Präsidentschaft irgendwie realisiert zu haben. Ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Um Billard vernünftig außen darzustellen, gehört dazu, nach einheitlichen Regeln zu spielen, nach einheitlichen Spielsystemen zu spielen. Nicht, dass ich irgendwo spiele ich im Doppel und woanders spiele ich 14-1 und alles in unterschiedlichen Spielsystemen. Dazu gehört aber, das passt dann also auch, Ralf hat das ja auch schon angesprochen, obwohl ich das von ihm entwickelte Konzept nicht kenne. Der Sportrat offensichtlich auch noch nicht, habe ich gehört. Aber gut, sich Gedanken dazu machen, wie wir unseren Sport für die Öffentlichkeit attraktiver machen. Zum einen gehört dazu, dass ich, wenn ich also als Billardinteressierter in Norddeutschland unterwegs bin, wenn ich in ein Billardlokal komme und ich spiele einen Mannschaftswettbewerb im Pool, dass er genauso aussieht, wie er in Bayern gespielt wird, damit er vergleichbar wird. Wäre so mein Wunschdenken an der Stelle. Gleichzeitig gehört aber auch zur Steigerung der Attraktivität, dass wir, da bin ich voll bei Ralf, ist okay, dass wir die Zeitdauer von Partien im Billard drastisch reduzieren müssen. Und da stößt er bei mir offene Türen auf ein, wenn er von 3, 3,5 Stunden redet. Aber da haben auch schon viele andere vor ihm drüber geredet, dass wir das realisieren müssen. Nur es hat bis jetzt noch nie einer geschafft, das zu tun. Schön wäre das. Das könnte dann, denke ich mal, gleich einhergehen. Wenn man das anpackt, dann sollte man das richtig machen und einmal groß. Dann ist das Gejammer nur einmal da. Ob wir unsere Landesverbände allerdings dazu kriegen und vor allen Dingen in welchem Zeitraum, wage ich nicht zu beurteilen. Ich sehe schon in Landesverbänden, wo ich es beurteilen kann, die mir sehr nahe sind, wie unterschiedlich da in regionalen Strukturen der Ligaspielbetrieb zum Teil abläuft. Da haben wir schon Probleme zu vereinheitlichen. Da gibt es auch immer wieder die Idee, wir wollen das tun, wir wollen das tun. Aber da gibt es historisch so gewachsene Dinge, wo Leute einfach nicht von lassen wollen. Und manchmal hilft es, wenn man gezwungen wird, bestimmte Dinge zu tun. Wie ich ja schon sagte, man muss also eine Corona-Krise unter Umständen als Chance auch begreifen, vielleicht zu Veränderungen zu kommen. Und vielleicht ist auch jetzt gerade der Zeitpunkt, sich darüber mal Gedanken zu machen und sich vielleicht neuen Herausforderungen zu stellen. Also ich bin offen dafür und ich denke mal, die Masse meiner Präsidiumsmitglieder auch an der Stelle. Es muss nur alles sinnvoll sein und es muss auch realisierbar sein. Wunschdenken nutzt an der Stelle wenig. Ich muss auch irgendwo noch sehen, ich brauche auch Mehrheiten dafür, damit ich in Landesverbänden das also umsetzen kann. Kommen wir nochmal zur letzten Frage jetzt, die auch auf den Pool sich bezieht und auch auf den DBU-Spielbetrieb, sprich unsere Pool-Billard-Bundesliga, Zweite Liga und Regionalliga, die ja von der DBU verwaltet wird. Auch dort gibt es unterschiedliche Spielsysteme, oder? Nee, ist gar nicht mehr. Ist mittlerweile vereinheitlicht. Das war Quatsch. Weil es ändert sich ja häufiger, deswegen habe ich es auch spontan vergessen, muss ich gestehen. Aber es ist einheitlich. Nichtsdestotrotz sind wir uns da, glaube ich, auch einig, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also die Frage lautete im Originalton eigentlich so, warum eigentlich die stärkste Liga der Welt, das ist ja definitiv, glaube ich, die deutsche Poolbillard-Bundesliga, denn so
uninteressant ist, selbst für die Billardbegeisterten. Das ist ja wirklich der O-Ton, also sehr drastisch. Da haben Sie ja recht, ist so. Dann muss man sehen. Hat sicherlich auch mit der Dauer zu tun, mit der mangelnden Präsenz unserer Sportler in Deutschland wahrscheinlich auch, aber die ist anderen Tatsachen geschuldet, wie ich ja schon vor eingangs oder geschildert habe. Man müsste schon das Spielsystem ändern und wird ja viel diskutiert, auch zum Beispiel sowas wie Final Four auf die deutsche Meisterschaft zu bringen, um dann eine attraktive Endrunde, das haben wir im Carambol, werden wir das ja jetzt machen, im Dreiband, mit der Dreiband, mit der Pokalmannschaftsmeisterschaft oder Teampokal, wie es jetzt heißt. Ich denke mal schon, dass man da zu Veränderungen kommen soll. Das Problem ist ja, Billard hat das grundsätzliche Problem. Früher, ich komme ja nun aus einer Billardkneipe, ich bin da groß geworden. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo also die Säle, die Billardsäle proppenvoll waren, Zuschauer da waren. Das Konsumverhalten hat sich natürlich gravierend verändert, wenn man die letzten 50 Jahre betrifft, rückbeschauend sich ansieht. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass mit dem Aussterben des Billardsports in Gaststätten auch die Öffentlichkeit nicht mehr da ist. Das heißt, die Vereine gehen in die Isolation des eigenen Vereinsheims. Öffentlichkeit, Arbeit liegt bei vielen absolut brach. Tue Gutes und rede drüber, passiert nicht. Sie spielen schön in ihrem stillen Kämmerlein. Einige wenige rühmliche Ausnahmen gibt es, die wirklich offensiv arbeiten und auch die entsprechenden Erfolge erzielen. Aber die meisten wursteln mehr oder weniger vor sich hin im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und in dem Riesenpool an Sportarten, die sich mittlerweile tummeln, hat Billard es unheimlich schwer, öffentliche Präsenz zu bekommen. Das ist einfach so. Und ich weiß auch nicht, ob wir jemals aus diesem Schattendasein herauskommen werden. Ich weiß es nicht. Und die Frage ist auch, mit wie vielen Investitionen wir das versuchen und ob es dann letztendlich überhaupt von Erfolg gekrönt ist. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ja? Mit anderen Worten, aber wenn es jetzt mal zusammenzufassen, wenn jetzt der Ralf Suquet seinen Vorschlag nochmal einreicht, davon gehe ich aus, so habe ich das im Interview verstanden, und dieser Vorschlag ist praktikabel, dann bist du auf jeden Fall der Allerletzte, der was dagegen hat. Richtig, genau so. Weil er rennt bei mir auf eine Tür, also eine Verkürzung des Spielsystems, also der Spielzeiten, das haben wir ja nicht nur, das ist ja nicht nur im Pool so, im Carambol, Dreiband ist das genauso, dass es unter Umständen zu lange dauert, aber da haben wir ja über die, na, Shotclock ist es ja nicht, aber über die Zeitlimitierung auf 30 Sekunden pro Stoß, also haben wir ja schon die Möglichkeit, die Partien berechenbarer zu machen. Aber dieses intensive Spielen, 6 Stunden, ist tut sich keiner an, sage ich ganz einfach. Ne? Das ist einfach so, macht keiner. So, und dann auf das Allheilmittel Livestreaming zu setzen, halte ich auch nicht unbedingt für den richtigen Ansatz, weil dann kommt auch keiner mehr ins Vereinsheim. Dann sitzen alle zu Hause und gucken sich das alles vom Bildschirm an oder auch nicht. Und dann haben wir wieder das Problem, die Problematik Fernsehvertrag. Gut. Wir sind auf das Geld angewiesen, was wir darüber generieren, aber auf der anderen Seite kaufen sich die Fernsehanstalten frei, indem sie uns zwar Geld geben, aber nicht übertragen. Ja? So, und das auch den Vereinen dann wieder zu vermitteln. Nur da sind auch, glaube ich, viele schon wieder von abgekommen, zu sagen, Livestream ist das Allheilmittel, um an Öffentlichkeit zu kommen. Führt oftmals dazu, warum soll ich mich denn noch in den Verein begeben, wenn ich denn meine Bundesliga begegne und danach zu Hause auf dem Sofa mir angucken kann? Ne? Ja, nicht nur das, sondern meine Meinung ist, ich produziere, bin ja selbst bei der Produktion von Livestreams dabei und bin natürlich auch billardbegeistert und versuche auch welche zu schauen, logischerweise. Stelle aber bei mir halt eben auch fest, dass es auch mit der Qualität zusammenhängt des Livestreams, ob ich noch weiter zugucke oder nicht. Ja, also für meine Begriffe kann ein Livestream, der nicht gut ist, auch eine schöne Anti-Werbung sein. Ja. Erstens das und zweitens gehört zum Livestream eigentlich auch eine Kommentierung. Ne? Ja. Weil das macht es eigentlich auch aus. Ne? Ja. Wenn man dann also auch so gewisse Sachen am Rande mitbekommt, einfach nur ein Bild zu sehen, mehr oder weniger statisch, immer wieder auf den Billardtisch zu gucken und vielleicht nicht genau zu wissen, vielleicht sogar noch nicht einmal das Ergebnis eingeblendet zu bekommen an der Stelle, wird schon schwierig. Ne? Also das muss dann auch qualitativ entsprechend sein. Wir machen da in der Kooperation mit Sport Deutschland TV, hast du ja auch deine Erfahrung, das läuft super, da kriegen wir super Angebote, kommen wir auch gut mit zurecht, können super mitarbeiten, kriegen ja vieles auch gesponsert, auch die Vereine, wenn sie denn fragen, aber als Allheilmittel, ne? Wir müssen also sicherlich intensiv auch in die Öffentlichkeitsarbeit gehen, aber wir müssen auch in die Attraktivität investieren. Und
Es würde Deutschland mal gut zu Gesicht stehen, wenn wir auch mal wieder große Billardturniere oder mal eine Eurotour oder eine Weltmeisterschaft im Pool zum Beispiel in Deutschland ausrichten. Ich werde für eine Europameisterschaft Snooker auch dauernd angefragt, aber wir finden kein Geld dafür. Wir können es nicht refinanzieren, weil ich habe keinen, der mir sagt, ich gebe dir mal eben einen sechsstelligen Betrag, um eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft zu finanzieren. Die Zeiten sind lange, lange vorbei, wo man sowas in Deutschland ohne weiteres auf die Beine stellen konnte. Ne? Weil die Kommunen haben alle ein Problem, vor allen Dingen in den Regionen, die billardaffin sind, wo, wenn ich bedenke, dass in Nordrhein-Westfalen also ein Drittel aller Billardsportler sitzen, wir in den Ballungszentren dort mit Billard noch sehr stark vertreten sind und da auch die Chance hätten, aber das können wir absolut nicht finanzieren, weil keine Kommune wird uns das Geld dafür geben oder die Räumlichkeiten gar kostenfrei. Die Zeiten sind lange vorbei. Das finden wir mehr oder weniger so in der sogenannten Diaspora, ein bisschen weiter außerhalb vom Ballungszentrum, auch da, wo unter Umständen gar kein Billard gespielt wird, weil da dann die Aufmerksamkeit entsprechend da ist, die Preisstruktur da ist und so eine Kommune dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit auf sich zieht für einen gewissen Zeitraum und ihnen das da entsprechend auch wert ist, das zu bekommen. Aber für hochkarätige Veranstaltungen ganz schwierig. Helmut, wir sind durch. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Ausführungen, sehr interessante Ausführungen und werden sicherlich für die eine oder andere Erhellung sorgen. Hoffe. Wunderbar, finde ich. Ich finde das Format übrigens wunderbar, dass Fragen auch jetzt so unkompliziert in diesen Zeiten beantwortet werden. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja, mir macht sowas auch Spaß, finde das gut, weil man die Möglichkeit haben, eben auch hat, auch durchaus, naja, nicht so ganz einfach zu erklärende Dinge einfach mal so in die Breite zu streuen. Denn vieles, denke ich mal, wird auch nicht so kommuniziert, wie wir es gerne hätten, weil wir haben so einen Closed Shop mit Mitgliederversammlung. Und was dann seitens der Landesverbände da draußen getragen wird, ist dann immer schwierig. Und von daher wähle ich ja gerade jetzt im Moment auch bei Corona, bei den Mailings, die wir da verteilen, sind ja auf Bundesebene verteilen wir, glaube ich, mittlerweile an 450 Empfänger, also an alle Kaderathleten, an alle Bundesspielbetriebsvereine, die am Bundesspielbetrieb teilnehmen, um eine entsprechende Öffentlichkeit auch herzustellen und jeden informiert zu halten, weil wir stellen fest, dass es schon gewisse oder gravierende Kommunikationsdefizite in der Kommunikation Landesverband zu Verein teilweise bestehen. Und die müssen wir gerade in der jetzigen Zeit, wo teilweise auf schnelle Reaktionen es ankommt seitens der Vereine, also beseitigen und deswegen auch der direkte Kontakt und die direkte Information an die Vereine. Das ist wichtig und ich kann jetzt an der Stelle bitte verzeihen, aber nochmal den Appell, wenn ihr eure Vereinsheime aufmacht, Hygiene, Hygiene, Hygiene und Abstand wahren. Ja? Und Fragen, wir stehen jederzeit zur Verfügung. Unmögliches machen wir sofort, wie immer, und Wunder dauern halt länger. Scheut euch nicht, Fragen zu stellen, denn nicht immer gibt es die kompetenten Ansprechpartner. Und wir sind für vieles gerüstet und wir verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz und können sicherlich in vielen Situationen helfen. Berührungsängste braucht es nicht geben. Wir haben sehr kompetente Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle, die dafür sorgen wird, dass all diese Fragen, die dann kommen, auch beantwortet werden. Also keine Scheu. Wir sind für euch da. Das ist unser Selbstverständnis. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dir, lieber Jochen, wie immer, angenehmer Gesprächspartner. Macht immer wieder Spaß mit dir. Danke, bei diesem Format haben dabei sein zu dürfen. Alles Gute und bleib gesund. Danke. Mein Schlusswort dazu ist noch, bitte hinterlasst ein Abonnement beim Billard 1 Kanal und schaut euch die anderen Videos an, unter anderem mit Ralf Souquet, Jasmin Oschan, Thorsten Hohmann, Helmut hat es erwähnt. Ich wünsche euch viel Spaß damit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute.